Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren auf der Regierungsbank, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin in den letzten Tagen oft gefragt worden, wie werden wir diese Verschuldung, die jetzt durchaus notwendig ist, wie werden wir die bezahlen, wer wird sie bezahlen? Und wenn man der Regierung zuhört, hat man den Eindruck, die wissen es nicht so recht, sie wollen es nicht sagen. Aber man braucht ja nur darauf schauen, was getan wird. Und wir haben jetzt erlebt, dass schon die ersten Zahler nominiert sind. Die ersten Zahler sind die, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die mehr als 45 Jahre gearbeitet haben. Das Einzige, was sie getan haben, war viel arbeiten, viel einzahlen. Und das sind die ersten, die jetzt für diese Krise zahlen, geschätzte Damen und Herren, indem ihre Pension verringert wird, indem ihre Pension gekürzt wird, indem Menschen, die nichts verbrochen haben, außer dass sie fleißig gearbeitet haben, plötzlich bis zu 300 Euro weniger Pension bekommen sollen. Ja, ist das gerecht? Das ist aber das, was die Regierung für diese Krise in Zukunft möchte, dass immer die, die hart arbeiten, zahlen werden. Und das ist das erste Mal, dass das passiert. Und da werden Sie uns noch kennenlernen. Wir werden Widerstand leisten bis zum Schluss, geschätzte Damen und Herren. So geht's nicht. Ich weiß, dass der Sebastian Kurz das unbedingt abschaffen wollte. Es war ihm immer schon ein Dorn im Auge. Der Sebastian Kurz hat mit den Fingern geschnipst, sie sind sowieso gesprungen, die Grünen haben kurz Widerstand geleistet und jetzt ist es passiert. Diese Pension wird einen Namen haben. Das ist die Pension, mit denen der Sebastian Kurz Menschen, die hart arbeiten, die Pension kürzt. Und das wird in die Geschichte eingehen, geschätzte Damen und Herren, als größter Fehler, den er gemacht hat. Es spricht ja für einige von Ihnen, dass Sie scheinbar ein schlechtes Gewissen dabei gehabt haben und so tun wollten, dass es möglichst nicht auffällt. Das war der Grund, warum es jetzt so plötzlich gekommen ist, in der Lockdown-Zeit, wo Sie gehofft haben, dass es niemand auffällt. Aber genau das ist der Fehler. Wenn so ein schwerer Eingriff passiert, gehört der in Sozialausschuss, er gehört begutachtet, er gehört ordentlich debattiert. Das wollen Sie nicht und das wollen Sie deshalb nicht, weil Ihnen das schlechte Gewissen bei den Augen herausschaut. Das ist der Grund, geschätzte Damen und Herren. Sie haben ja keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung, wie es den Menschen geht, die 45 Jahre gearbeitet haben. Die sitzen nicht in der Regel im Büro, die arbeiten am Backofen, die arbeiten am Dach als Dachdecker, die arbeiten als Schreiner, die arbeiten als Tischler. Und die werden Ihnen noch sagen, was Sie davon halten. Und das werden Sie bei der nächsten Wahlentscheidung tun. Und das geschieht Ihnen recht, geschätzte Damen und Herren. Dankeschön.